Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Newport TV. Heute gehen wir mit euch fliegen, aber erstmal bleiben wir auf dem Boden, genauer gesagt auf der Bühne. Ich stehe hier neben Ronny, Regisseur, Vorstand, Teamleiter und Alleskönner quasi von Impuls Theaterprojekten. Willst du mir erstmal sagen, warum findest du, dass Theater wichtig ist für Jugendliche und Kinder? Ja, also es gibt, gut, ich muss es sagen, ich bin von Beruf aus Theaterpädagoge. Es gibt meiner Meinung nach ganz, ganz wenig nur so Ganzheitliches wie Theaterspielen. Ne? Man befasst sich ja wirklich mit dem Körper, mit der Stimme, mit Gestik, mit Mimik und dabei halt auch noch mit den Themen, die einem selber beschäftigen. Ne? Also von daher denke ich, ist es unabhängig vom Alter. Ne? Bei uns in den Gruppen fangen die Ersten schon mit 5 Jahren an, die Ältesten sind 18. Und ja, wie schon gesagt, es gibt ganz wenig, was wirklich so ganzheitlich ist. Ne? Ja. Und wie lernen die Jugendlichen und Kinder hier mit diesen Alltagssachen eben umzugehen? Macht ihr da was Bestimmtes, auch Theaterpädagogisches quasi? Ja, erstmal bringen die natürlich ganz viel von sich selber mit. Ne? Das heißt, es geht eben hier bei uns, bei den Impuls-Theaterprojekten nicht darum, irgendwelche Märchenstücke umzusetzen oder irgendwelche Themen, die für die Jugendlichen, für die Kinder total fremd sind, total weit weg sind. Ne, sondern sich eben damit auseinanderzusetzen, was die Jugendlichen beschäftigen. Ne? Erste Liebe oder Druck und Stress im Elternhaus, miteinander. Ne? Und das sind halt Themen, die die Jugendlichen oftmals selber mitbringen. Ja. Ne? Und die sagen so, das beschäftigt mich jetzt momentan, ne? Und können das halt in einem geschützten Rahmen, in einem geschützten Raum, was eine Bühne darstellen soll, ne? Sich ausleben zu können, dort halt thematisieren und bearbeiten. Okay. Das nächste Projekt, was ansteht, ist der Monologabend am 3.3. Was erwartet uns da? Ja, der Monologabend ist in Düsseldorf ganz außergewöhnlich bei uns. Dort nehmen 3 Gruppen aus unserem Haus teil und gezeigt werden halt Monologe, Dialoge, auch Kurzfilme, Videosequenzen, ja, zu allen möglichen Themen. Stellenweise sind die ein bisschen heftig. Na, es geht dann, Trennung der Eltern ist da noch wirklich das Harmloseste. Ne, sondern auch über wirklich düstere Gedanken. Die soll man nicht unter den Teppich kehren, die Jugendliche natürlich auch haben. Also es ist nicht alles nur heile Welt, alles nur wunderbar, wunderschön, sondern auch da sind unheimlich viele Konflikte und unheimlich viele Ängste. Ne? Und das ist so Teil oder Thema des Monologabends. Ne? Und das im Alter von 12 bis 18 Jahren hoch. Ne? Alles klar. Und vielleicht kannst du ein bisschen was über die einzelnen Projekte erzählen. Also wir gucken uns gleich noch die Gruppe, ich hoffe, ich sage das richtig, Sarano Attori, ja, an. Und was ist deren Projekt momentan? Ja, die Sarano Attori ist so schnell gewachsen in den letzten Monaten, dass wir die in 2 Gruppen geteilt haben. Das heißt, jetzt natürlich das nächste Projekt erstmal der Monologabend. Das bedeutet, dort setzen sich entweder einzeln in Monologen oder in kleinen Gruppen die Jugendlichen mit situationsorientierten Themen auseinander. Und ansonsten wird deren Thema höchstwahrscheinlich entweder nochmal Liebe werden oder aber Thema Mobbing. Die andere Sarano Attori-Gruppe, wie gesagt, es gibt 2, die besteht diesmal nur aus Mädels. Ansonsten haben wir eigentlich auch einige Jungs in den Gruppen, setzt sich mit dem Thema Gewalt unter Mädchen wahrscheinlich auseinander, was auch ein ganz eigenes Thema ist. Ne? Also wie gesagt, ich bin von Beruf noch Dozent für Gewaltprävention an Schulen, bin also mehrmals die Woche in ganz Nordrhein-Westfalen unterwegs und ist schon ein heißes Thema. Ne? Und das ist auch momentan bei denen ein heißes Thema. Alles klar. Dann erstmal danke dafür und ich bin gespannt, was wir hier gleich noch zu sehen bekommen. Ja, sehr gerne. Ey, wo warst du? Ich habe extra FIFA 12 ausgeliehen. Ja, das können wir doch jetzt einmal spielen, aber vorher muss ich nochmal mit dir reden. Begrüßung? Warte, erstmal Begrüßung. X. Box. Okay, red. Also. Mach nicht zu, mach nicht, red. Mach nicht zu viel, das ist zu viel. Red. Ja? Okay. Okay, tschüss. Also, wir kennen uns ja jetzt schon mega lange. Also, wir haben schon im Sandkasten zusammen gespielt, waren zusammen in der Grundschule. Warte, warte. Bremen oder HSV? Ist mir egal. Nein, das ist nicht egal. Das sind völlig unterschiedliche Philosophien. Ja, dann meine ich. Ja, ist ja auch egal. Ich wollte was mit mir überreden, ne? Und zwar? Setz dich hin. Ich weiß, mach es ganz. Wir müssen denken, da ist der Knoten geplatzt jetzt. Ja, also letzte Woche hast du ja mit mir sowas besprochen, von wegen Gefühlen, dass sie sich verändern können. Ja. Und ich meine, Gefühle können ja nicht nur zum Schlechten sich verändern, sondern manchmal auch zum Guten. Steh auf. Du musst ganz auf, steh auf. Das meinte ich auch. Ja, also,
Bei mir ist das jetzt passiert. Und da, du. Ja, gut, machst du schön, Anna. Ja, also bei mir ist das jetzt passiert. Also ich muss dir unbedingt jemanden vorstellen. Das ist Miriam. Sag mal, ja, das ist Miriam. Ja. Meine Freundin, sie ist mit mir zusammen. Wie geil ist das denn? Ich bin auch, ich bin fünf. Das muss. Ja. 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 Komm, grüß ihn noch. Sag mal, hallo. Sag erstmal hallo. Einfach nur hallo. 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 Ist sie das? Aber du meinst doch, sie wäre hübsch. Ist sie doch. Ja. In unserem nächsten Beitrag fliegen unsere Reporterinnen hoch hinaus. Ob München, London oder Hongkong, sie schaffen alles an einem Tag. Ich stehe jetzt hier am Düsseldorfer Flughafen vor dem A320 Flugsimulator. Meine Kollegin ist schon drin, ich gehe jetzt auch rein. Ich bin mal gespannt, was auf uns zukommt. So, auf geht's. Natürlich sitzen wir nicht allein im Flugsimulator, sondern werden durch den Piloten Sascha Littner unterstützt. Jetzt abheben. Mein erster Start lief gut, auch wenn es nur simuliert war. Es war ein tolles Gefühl. Ja, das ist halt so. Es gibt so ein bisschen bräunliches Wasser. Ja, genau. Vor meiner Landung bespreche ich mich nochmal mit Sascha. Jetzt muss ich auf viel mehr achten. Der Flughafen London City. Ah, okay. Also wenn wir uns von der anderen Seite... Wo sind wir dann abgehoben? In Heathrow, in den großen. Wir können mal versuchen, da zu landen gleich, aber dann von der anderen Seite. Mit der Richtung keine Chance in den Häusern. Mehr also muss ich da jetzt einmal so rum? Ja, kannst du erstmal auf dem Kurs bleiben. Wir fliegen jetzt hier einfach mal so rum, so in die Richtung. Langsam sehe ich die Landebahn deutlich vor mir. Die Nervosität steigt. Also ist die Geschwindigkeit konstant auf 140 bleibt. Das kannst du das hier einen Ticken rausnehmen. Am Minimal nur. Zentimeter, jawohl. Genau. War ein bisschen jetzt genau vor dir. Hältst jetzt drauf zu. Muss jetzt noch ein ganz klein bisschen nach rechts rüber. Schon wieder ein bisschen nach links korrigieren. Genau. Die Landebahn vom Flughafen London City ist vom Wasser umgeben. Ich muss also auf meinem Kurs bleiben. Rechts. Genau, nicht so tief kommen. Also sehr niedrig. Ja, links. Jetzt recht schnell nach rechts drehen und das dann ganz raus. Meine Landung war leider nicht sehr glatt. Es war schwer, auf alle Knöpfe im Cockpit zu achten und gleichzeitig auf die Landebahn. Hoffentlich klappt es besser bei meiner Kollegin. Ja, Steuerknüppel auch neutral halten. Mit den Füßen in die Pedale. Okay. Und dann den Schubhebel in die zweite Raste vorschieben. Auch Svenjas Start lief super. Die Lichter auf der Landebahn zeigen dem Piloten die Höhe an. Vier rote Lichter zeigen an, dass das Flugzeug zu tief ist. Ja, also ein bisschen hoch. Okay, jetzt wieder direkt nach links. Da ist hoch. Fahr durch die Absperrung. Svenja hatte auch Probleme bei der Landung, aber Spaß hatte sie trotzdem. Zum Schluss wollte ich noch was Schwieriges ausprobieren. Also ab nach Hongkong. Und jetzt abheben.
jetzt hier einfach mittig auf diesen kleinen Hügel dazu. Also jetzt schon wieder ein Ticken nach links rüber. Ja. Also wirklich so aus der Position raus hier über den Hafen rüber, so drauf zu fliegst. Aber da muss ich da hinblenden. Genau, du musst, genau, kurz, genau, da wo es blinkt, dann gehen wir gleich hier erst auf den Berg zu. Da ist noch ein bisschen hoch. Und dann kurz vom Berg. In Hongkong fliegt man in einer Rechtskurve auf die Landebahn. Hier muss ich auf die richtige Höhe und Geschwindigkeit achten. Weil ich zu klein bin und oft nichts sehe, muss ich mich manchmal nur auf die Instrumente konzentrieren. Ein bisschen Gas geben noch, so auf 60% etwa. Und ein bisschen rechts rüber wieder. Dass du hier so drauf zufliegst. So, quasi so die Häuser rein auf den Berg zu. Ja, das ist, weil wir zu tief sind und zu langsam, dadurch nehme ich die Nase mal. Ich muss so runter, mit der Nase runter. Vielleicht mal einen Ticken mehr Gas geben. Die Nase nach links. Genau, links. Dankeschön. Bitteschön. Ich bin da nur ein Kuchenbrot. Ein bisschen aber nur links. Das reicht schon. Wo links ist, schon okay, so kannst du gerade ausfliegen. Höhe passt auch einigermaßen. Ich hab das Gefühl, ich kann in die Häuser rein. Nee, das muss hier so sein. Du darfst es auch nicht erheblich tiefer, aber so ist okay. Eigentlich muss ich den blinkenden Lichtern folgen. Aber es fällt mir schwer, die richtige Richtung anzusteuern. Aber nicht so steil. Also rechts rum. Siehst du diese Lichter hier? Dann drauf zu und denen dann folgen. Mehr rechts, das ist zu wenig. Deutlich mehr. Noch mehr, du musst hier wirklich vor dem, hier eigentlich schon über diesen Lichtern sein. Weil jetzt kommt der Berg. Da so hoch, ja, das ist jetzt zu tief. Und auch zu weit, zu dicht am Berg. So, jetzt wieder gerade. Der Flug über Hongkong macht sehr viel Spaß. Daher fällt es mir auch schwer, mich zu konzentrieren. Nase runter. Nach rechts schon wieder fliegen, rechts rüber. Ja. Rechts, noch mehr rechts. Genau, leicht. Gerade. Gerade, gerade, gerade. Gas raus. Ticken nach links. Nase hoch. Ja, nicht so viel, nicht so viel. Immer nur so Nase hoch, Abfahrt immer nur so 2-3 Grad. Ja. Dass die Maschine gerade aufhört zu sinken. Ja, jetzt ein bisschen, ganz klein bisschen. Leider war meine Landung wieder nicht perfekt, weil ich nochmal zu hoch geflogen bin. Letztendlich war der Flugsimulator aber klasse und ich kann es nur weiterempfehlen. Das war's schon wieder von uns. Wir hoffen, euch hat's gefallen und bis zum nächsten Mal.